Werde das in Ordnung, wenn ich bei euch einziehe? Scheiße, ich wusste es. Ich wusste, dass die Frage kommt. Ich bin Maram. Ich bin 22 Jahre alt. Ich bin Studentin / TikTokerin / alles irgendwie so ein bisschen. Und ich glaube, ich werde heute heiraten. Ich bin Mariam Safwan-Taraf, ich bin 51 Jahre alt, ich bin die Mutter von Maram und ich bin hier heute, ich will für meine Tochter einen schönen Mann suchen. Die Regeln von Dating Halal Club. Erstens. Die erste Regel des Dating Halal Clubs lautet, verliert kein Wort übers Daten. Wir sagen, kennenlernen. Zweitens. Bei Dating Halal überzeugst du die Kandidatin, indem du den Prüffragen der Mutter standhältst. Denn schließlich weiß sie am besten, welcher Mann der richtige für ihre Tochter ist. Drittens. Unsere Kandidatin sieht alles. Über Livestream kann sie das Verhör, Gespräch mitverfolgen. Viertens. Mutter und Tochter wählen drei Kandidaten aus, unabhängig voneinander. Fünftens. Nur wenn du beide überzeugst und sich ihre Auswahl überschneidet, ist es ein Match. Und du bekommst die Möglichkeit, sie kennenzulernen. Wie stellst du dir dein Wunsch-Schwiegersohn vor? Was muss er mitbringen? Was muss er können? Mein Schwiegersohn soll erstmal ein Muslim sein, erster Punkt. Und danach ein gebildeter Mensch und gut zu seiner Familie. Und auch zu meiner Tochter. Er soll richtig sie in schlechte und gute Zeiten da sein. Und wir fragen nicht, was arbeitet er oder wie viel verdient er. Wir fragen nur, wie können die beide das Leben zusammenleben und beidseitig unterstützen. Also Drogendealer wäre okay, oder? Sicher nicht. Okay, dann letzte Frage. Glaubst du, die Auswahl deiner Mutter wird sich mit deiner decken? Ich glaube schon. Ich glaube, vielleicht werden wir ein Match haben. Kann ich mir vorstellen. Ne? Mach deinen Job gut, bitte. Ich mach das. Ich bin Anil, ich bin 25. Ich bin Hamad, meine Freundin nennt mich Momo. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin Bilal, bin 22. Bitte nicht schockiert gucken. Und ich bin aus Duisburg. Meine Eltern kommen aber aus der Türkei. Hi, mein Name ist Mohamed Emin. Ich bin 22 Jahre alt und ich bin Kurde. Hallo, mein Name ist Iker Elci. Ich bin 27 Jahre alt und werde dieses Jahr 28. Ich komme aus Dortmund, aber ursprünglich kommen meine Eltern aus der Türkei, aus Malatya. Ich bin Karam, bin 27 Jahre alt und komme aus Syrien. Ich bin Pascal, komme aus Hamburg. Ich bin 21 Jahre alt und bin Deutscher. Der Quotendeutsche heute. Was glaubst du, ist Maram wichtig bei einem? Bei Maram ist wichtig, dass die Person soll's als selbstbewusst und an sie glaubt und sie mit ihr, mit meiner Tochter zusammen unterhalten und sprechen über alle Situationen und sie Unterstützung an alle Seiten. So, die sind so ein Mensch. Ja, nochmal witzig, weil meine Tochter, sie macht immer sehr viele Sachen mit Spaß und so. Bei ihr sehr wichtig, die Person soll auch witzig sein. Okay. Ich bin Anil, ich bin 25, nee, ich bin 24. Wohne in Niedersachsen und meine Eltern kommen beide aus der Türkei. Ich habe mich erstmal beworben und als es dann in die Richtung ging, dass es so aussieht, als ob ich genommen werden würde, habe ich sehr, sehr viele Freunde angefragt, was sie davon halten. Dating-Format im Internet in Videoform sind jetzt mit einem sehr schlechten Ruf behaftet mittlerweile, würde ich behaupten. Ich habe wirklich, wie gesagt, gar keine Erwartungen. Also natürlich, wenn sich später irgendwas ergibt, dann ist es sehr herzlich willkommen. Wen denkst du, überzeugst du leichter, die Kandidatin oder die Schwiegermutter? Ich habe tatsächlich das Gefühl, weil das bei mir immer so war, dass ich die Mutter leichter überzeuge als die Kandidatin, ja. Hallo. Wie geht's dir? Gut und selbst? Ach gut. Wie heißt du genau? Anil. Anil, ich will dir ein paar Fragen stellen. Ich kann nicht so gut Deutsch, aber trotzdem, ich möchte gerne mit dir unterhalten und ein paar Fragen stellen. Und ich hoffe, dass du mit mir ehrlich bist, okay? Natürlich. Ja. Also nee, ich wollte eigentlich lügen. Erstmal, bist du Muslim? Ja. Mhm.
Und ich noch mal eine Frage. Bist du gebildet? Hast du was gelernt oder studiert? Ich studiere gerade. Ich bin kurz vor dem Abschluss. Aha, sehr gut. Mama so plus. Das heißt, ich kann Grafikdesign habe ich gelernt, ich habe Videoschnitt gelernt, ich habe Kameraführung gelernt. Mashallah, sehr gut. Sehr gut. Mashallah. Normalerweise, ich will wissen, wie ist die Beziehung mit deiner Familie? Verbringst du genug Zeit mit deinen Eltern, Geschwistern? Wie ist das? Good wie point. Machst du da? Ich wohne noch bei meinen Eltern. Das heißt, ich verbringe da sehr viel Zeit noch mit meiner Mutter, mit meinem Vater. Der ist oft arbeiten leider. Meine Großeltern wohnen nicht weit weg von mir und ich kümmere mich um die. Ich gehe für die einkaufen, mache für die Arztbesuche, übersetze die Briefe, mache die Anrufe, mache die Termine. Der weiß auch, wie man punkten kann. Ne? Ich gehe für die einkaufen. Ja. Schockgesell. Sehr schön. Sehr schön. Dann heißt das, du bist sehr hilfsbereit für deine Eltern. Ja, muss ich, ja, genau. Ist ja sonst keiner da für die. Kannst du kochen? Ich kann sehr gut kochen sogar. Meine Mutter liebt die Lasagne, die ich mache. Ich muss immer so 4-5 Mal im Jahr muss ich Lasagne machen. Also ich kann aber auch Lasagne, genau. Das kann ich ziemlich gut, würde ich sagen. Sehr gut. Lasagne, ich habe letzte Woche, wollte ich was Neues ausprobieren. Ich habe Fisch gemacht, Rotbarsch, mit Erdnusskruste. Exotisch. Was findest du attraktiv an einem Mann? Was ist dir besonders wichtig, gerade in der Partnersuche? Also, ich mag, wenn er so eine Präsenz hat. Wenn er so selbstbewusst ist, nicht zu selbstbewusst, dass er schon so arrogant ist, sondern so eine gute Mitte. Wenn er so mit einer Leichtigkeit reden kann, so vielleicht lustig sein kann irgendwo, obwohl er ein bisschen nervös ist, keine Ahnung. Ja, und eben die Werte, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, halt Religion und so, dass das einfach alles stimmt ungefähr. Ja, darauf achte ich. Also hallo, mein Name ist Ilker Elci, bin 27 Jahre alt und werde dieses Jahr 28. Ich komme aus Dortmund, aber ursprünglich kommen meine Eltern aus der Türkei, aus Malatya. Was müsste sie mitbringen? Sie müsste selbstbewusst sein. Ich bin Sturkopf, wenn ich sein möchte. Man kann mit mir definitiv reden und ich bin auch jemand, der auf die Sachen einlässt. Nur wir haben alle mal unsere 5 Minuten. Da ist mir wichtig, dass ich dann einen Partner habe, der mir dann auf den Kopf haut und ich alles einfach bejaht und sagt, ey, du hast da recht, und auch sagt, ey, du hast da Unrecht. Und was ich sehr schön fände, wäre einfach eine Partnerin, die auch gerne tanzt. Das klingt mal doof, ich traue mich auf Hochzeit nie zu tanzen, die mir auch auf dem Hinterkopf haut und sagt, komm, beweg dich. Meine Schwester guckt das, sie mobbt mich später deswegen. Ich weiß gar nicht, ob ich jemanden wirklich überzeugen möchte. Da ich ja, wie gesagt, hier bin, um die Erfahrung zu sammeln, vielleicht jemanden kennenzulernen. Und wie gesagt, im Idealfall gefällt mir das, wie ich mich zeige oder wie ich auch bin, jemanden so, dass er sagt, okay, den würde ich jetzt gerne kennenlernen. Ich finde das Wort mit dem Überzeugen immer sehr schwierig. Ich finde auch, man kann nicht um eine Beziehung kämpfen, weil wenn man immer etwas kämpft, ist es ja erzwungen. Man arbeitet an etwas oder nicht. Und dasselbe sehe ich beim Überzeugen. Ich bin nur nervös. Wie heißt du? Mein Name ist Ilker. 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 Ja, aber Ilker ist auch okay. Ja. Danke. Ich hoffe erstmal, dass du zu mir ehrlich bist, weil diese Situation ist sehr wichtig für uns. Ich heirate, weil es geht um Leben und Tod. Ich habe meiner Mama gesagt, dass ich nicht wirklich heiraten werde. Ne? Erstmal, bist du Muslim? Ich versuche so gut wie möglich muslimisch zu leben. Ich habe erst 2017 zum Glauben gefunden. Ich lerne jeden Tag noch Neues. Ich mache leider Gottes immer noch sehr viel falsch. Aber es gibt sicher. Wir alle machen noch Fehler. Wir sind nicht ohne Fehler. Und bist du gebildet? Hast du was studiert oder gelernt? So, ich habe letztes Jahr erst meine Ausbildung fertig gemacht. Sie fragt nie, wie alt die sind, oder? Sie so juckt. Ich würde es gerne wissen. Wie alt bist du? Wie bist du mit deiner Familie und Eltern? Und kannst du auch deine Familie unterstützen? In alle Seiten, in guten, schlechten Zeiten, kannst du sie unterstützen beim Kochen, beim Putzen? Ich lebe aktuell alleine. Für mich ist es normal, Wäsche zu waschen, zu putzen, zu kochen, einen Haushalt. Lieb ich. Musik in meinen Ohren gerade. Ich sehe das bei meiner Schwester, das ist nämlich genauso. Ein Haushalt wird gemeinsam gefühlt. Oh. Meiner Mama so Herzaugen gerade. Hast du vorher Beziehung oder Kontakt mit einer anderen Frau oder Dating gemacht? Hast du eine Frau angeguckt jemals? Hast du die gleiche Luft geatmet wie sie? Wenn ja, wann und warum? Zwei prägende Erfahrungen. Einerseits mit einer europäischen Frau, mit einer Portugiesin. Da war dann natürlich dann auch dahingehend, dass man gemeinsam gelebt hat. Man hat halt frei nach eigener Schnauze gelebt. Zuletzt war ich mit einer türkischen Dame in einer Beziehung, die dann eher gehemmt war. Natürlich habe ich dadurch auch meine Erfahrung ziehen können. Es gab auch viel Schönes, es gab auch vieles, was dann problematisch war. Nur ich bin ja auch hier, um halt so offen und ehrlich wie möglich zu antworten. Voll schön, voll schön. Und Aussehen? Aussehen? Mh.
Ich glaube, ich bevorzuge auch so eher dunklere Typen, so dunklere Haare, braune Augen, dunklere Haut. Aber ich hatte auch mal Crushes auf so Babyface und so, ne? So ist das nicht. Also der muss schon so das bestimmte Etwas haben. So, genau, aber so, ja, ungefähr das. Muss er älter sein als du? Ich hätte gesagt ja, aber nicht unbedingt. So, boah, wenn er jetzt so 3 Jahre jünger ist oder so, wäre dann schon so ein bisschen Kuckuckaka, Kuckuck, so, ne? Also, muss schon so im Rahmen. So ein bisschen jünger ist okay. Ich bin Bilal, ich bin Single und ich habe bald Schiss, weil ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, glaube ich. Also ich bin relativ ehrlich, im Allgemeinen sehr ehrlich. Ich weiß jetzt nicht, wie die Kamera, was für einen Struggle ich damit haben werde, aber ich bin relativ ehrlich. Und ich kann richtig gut singen. Das heißt, ich werde nicht singen, aber ich kann. Ich hab so ein Ding, ich habe so eine Ader. Und die ältere Generation und ich, wir haben so eine Verbindung. Ich glaube, ich verstehe sie. Ich weiß, was sie erwarten von jungen Leuten. Unkompliziertheit und Klarheit ist bei mir im Fokus. Und ich hoffe, sie steht auf Animes. Es ist nicht das erste Mal, dass ich mit der Schwiegermutter spreche, aber es ist lange her. Und ich habe Fragen. Ich bin aufgeregt, ja. Deswegen habe ich schwarz an, damit man meinen Schweiß nicht sieht. Bitte, sie fragt diesmal, wie alt er ist. Komm schon. Salam alaikum. Willkommen, salam. Bilal. Bilal. Arbeitest du? Ich arbeite. Ich bin selbstständig. Frag, was er macht. Frag, was er macht. Also, was selbstständig? Shisha-Bab? Wie ist die Beziehung mit deiner Familie, mit deinen Eltern? Bist du so gut und eng mit der Familie? Mit meinen Eltern und meinen Geschwistern, das sind meine besten Freunde. Cute. Und ich liebe sie und ohne sie keine Sekunde in meinem Leben. Cute, mag ich. Hast du schon vorher ein Date gemacht mit jemand oder mit einer anderen Frau? Süß, und wie war ich liebe das? Sie. Warum war? Ja, meine Liebeshistorie ist nicht so gut. Nein. Ist ein bisschen Drama. Aber ansonsten, ja, ich hatte schon mal ein Date, es lief alles ganz gut, aber es hat am Ende nicht geklappt. Was war der Grund genau? Warst du der Grund? Gute Frage. Der Grund war, wir waren zwei verschiedene Personen. Die Familien haben sich gekannt, mehr oder weniger. Aber wir haben uns halt einfach nicht, also wir haben gedacht, okay, es ist ein Fragezeichen, lass uns das versuchen. Das haben wir auch getan. Aber am Ende des Tages waren wir zwei verschiedene Persönlichkeiten und wir haben Wege gesucht, uns gegenseitig zu stressen. Wer ist wem fremd gegangen? Und es war sehr toxisch, es war sehr giftig. Und ja, das hat nicht so gut getan. Und am Ende haben wir uns dann beide gesagt, weißt du was? Ist okay. Ja. Hobby, ne? Hobbys, ja. Ich bin Basketballer. Ich spiele Basketball. Wir haben einen Garten und ich arbeite viel mit Holz. Mein Vater ist Handwerker. Das heißt, ich bin Handwerker. Hast du Fragen an sie? Ja. Wo habt ihr denn diese Ähnlichkeiten oder was hat die denn von dir abgeguckt? Das würde ich jetzt gerne wissen. Was denkt meine Mama? Gute Frage. Was hat sie von mir? Ich weiß nicht. Sie ist normalerweise, ich bin auch ein Mensch, der viel Empathie habe und ich akzeptiere die Person, egal wer er ist. Ich meine, dass meine Tochter, sie hat auch den Spaß, ein Teil von mir und sie hat schöne Stimme auch. Das ist gut. Und meine Mama kann sehr schön singen. Sie ist sehr, sehr höflich und sie respektiert alle und so und jeder mit seinem Alter und so und sie fühlt mit. Und sie betet regelmäßig und sie ist... Okay, jetzt macht sie Werbespot gerade für mich. Sie ist meine Freundin. Ich habe 4 Töchter, die sind meine Freundinnen. Sind nicht nur meine Töchter, sondern Freundinnen. I love you. Worauf hast du geachtet, als du Maram erzogen hast? Worauf hast du geachtet? Der stellt gute Fragen. Und was war das der Hintergrund? Also woran hast du gedacht, als du gesagt hast, okay, ich will jetzt, dass sie so wird, weil... Erstmal, wo ich nach Deutschland neu, ich war 18 Jahre alt und ich wollte weiter studieren und Medizin studieren. Aber leider hat nicht geklappt, weil schnell die Kinder sind hintereinander. Auf einmal waren 5 da, ne? Also, und ich hatte keine Hilfe hier, deswegen ich konnte nicht weitermachen. Ich habe versucht, in meine Kinder reinzubauen, dass erstmal Zukunft und Gott und ich muss ehrlich so sein und danach kommt der Mann oder die Liebe, kommt, sicher kommt, aber kommt in seine Zeit. Und deswegen, yes. Ich habe extra meine Tochter da, meine Töchter alle da beigebracht, wie man Hauptsache erstmal an die Zukunft denkt, lernen, studieren. Zum Beispiel, ich habe eine Ärztin, eine Maschinenbauingenieurin, eine Architektur. Und eine TikTokerin.
und eine Gesundheitsmediatorin. Hauptsache, die sollen das erstmal, danach, die können weiter der Person, die mit ihr leben, suchen, in Ruhe suchen. Soll ein Jahres, also soll ein Jahre Abstand sein? Ich meine, bis höchstens 5 Jahre wird gut, aber jünger. Mehr nicht. Jünger nicht, ach so. Mehr. Jünger nicht, aber älter. Aber jünger, weil ein Jahr ist kein Problem, wenn sie sich verständlich und so zusammen, das ist kein Problem. 17-Jährige. Aber für den Älter, wenn er älter, 5 Jahre, bis 5 Jahre ist gut. Ab 5 Jahre nicht so gut, weil er denkt, dass er findest was. Du? Ja. Wenn er so. Weil manche, nicht alle. Meine Schwester und ihr Mann haben 7 Jahre Unterschied. Er ist 7 Jahre ja. älter. Ja, vielleicht das bis 7 Jahre. Okay, okay. Okay. Ja. Ja. Aber manchmal, wenn mehr, die denken, dass diese Frau versteht gar nichts. Ich kann mehr, ich verstehe mehr, ich mache alles selber. Und dann haben die mich noch nicht kennengelernt. Hört ihr seine Frau nicht mehr, weil ich bin älter. Ich verstehe, ich habe mehr gelebt und so. Deswegen lieber bis 7 Jahre, okay. Bis genau 7. Hi, ich bin Hamed, meine Freundin nennt mich Momo. Ich bin eher optimistisch und ich mag es gerne, Erfahrungen mit Menschen zu teilen. Natürlich freut man sich, wenn man jemanden Neues kennenlernt, aber im Endeffekt würde ich sagen, entscheidet es eh die Mutter. Also von daher. Und womit glaubst du, kannst du die Mutter mehr freuen? Meine Freunde sagen auch immer, ich bin der Lieblingsschwiegersohn immer. Also der Fiktive. Dementsprechend weiß ich nicht. Ich bin einfach ich selbst. Wen denkst du, überzeugst du heute leichter, die Schwiegermutter oder die Kandidatin? Ich würde sagen, die Mutter. Was sind so Schwierigkeiten beim Kennenlernen? Schwierig ist es auf jeden Fall, der muslimischen Frau näher zu kommen. Da ja natürlich eine gewisse Distanz herrschen muss, sowohl religiös als auch familiär, traditionell, wie auch immer. Natürlich gibt es ja heutzutage, wie du gesagt hast, Apps, Ähnliches, wo man halt schreiben kann. Genau, aber die Barriere, die da steht, ist eben, den Menschen zu überzeugen und den persönlich kennenzulernen, ohne gewisse Regeln, sage ich mal, zu brechen. Es geht weiter. Auf der Männerjagd. Ich bin Mohammed. Das ist ja arabisch ausgesprochen. Bist du Moslem? Ja, auf jeden Fall. Darf ich dich kurz was fragen? Darf ich du sagen? Ja, gerne. Okay. Kein Problem. Und bist du religiös? Ja, alhamdulillah. Bist du gebildet? Hast du was studiert oder gelernt? Ja, ich habe, mein Studiengang heißt Gehona Polizeivollzugsdienst. Also kurz gesagt, ich bin Polizist im Gehona Dienst. Police Officer, oh mein Gott. Wenn du eine Familie hast, kannst du die Familie richtig gut abschießen? Nein. Versorgen, ne? Natürlich, ja. Mhm. Beste. Wie alt bist du? 28. 28, Hä, was ist da für ein Landsmann? Frag mal Mama. Was dir an einer Frau wichtig ist? An einer Frau ist mir persönlich wichtig, sie sollte gebildet sein, in dem Sinne intellektuell sein. Sie sollte humorvoll sein, weil ich liebe es zu lachen und ich liebe es auch Menschen zum Lachen zu bringen. Der sammelt Pluspunkte gerade bei meiner Mama. Und was mir sehr, sehr wichtig ist, nicht nur an einer Frau, sondern an einem Menschen allgemein. Der Mensch muss kommunikativ sein, weil Kommunikation ist einer Beziehung in einer Ehe immer das A und O. Eine Frage, gibt es etwas, was gar nicht sein darf? Das geht überhaupt nicht. Ja, halt so die Extremfälle, so Drogendealer halt. Das wäre jetzt so, muss nicht, muss Deine nicht. Mutter hat gesagt, ist okay. Ist okay, Drogen. Nein, guck mal, es gibt manche, wenn ein Drogendealer, wie wird er als Drogendealer, wenn er hat nicht was Schlimmes in seinem Leben erlebt hatte? Er soll erstmal vielleicht gehen und sich behandeln und danach zurück. Sie gibt sogar Drogendealer eine Chance. Sag für alle ich Menschen. Meine Mama, Gott gibt alle Menschen Chance. Wir sollen auch ein bisschen von ihm was lernen. Oh, das hast du voll schön gesagt. Ich bin Karam, bin 27 Jahre alt. Ich glaube, ich könnte die Kandidatin, ich könnte die Mama überzeugen, indem ich ganz, ganz lieb bin. Partnerin sollte für mich auf jeden Fall offen, ehrlich, gerne auch lustig sein. Was findest du, ist in unserer Generation oder in unserer Zeit schwer beim Daten, gerade in der muslimischen Community? Also wenn man gerade nicht in einer bestimmten Community ist oder unter Familien und dass man sich so kennt, dann ist es wirklich schwierig, irgendwie neue Leute kennenzulernen, geschweige eine Partnerin, Partner. Sie ist müde, glaube ich. Oh nein. Salam. Ich bin Karam. Woher kommst du, Karam? Ich komme aus Syrien. Ich bin Fachinformatiker. Ich habe die Ausbildung dazu gemacht. Hast du Beziehung vorher mit jemand oder Daten mit jemand gehabt? Nee, noch nie. Noch kein Date. Wie alt bist du? Ich bin 27. Oh, wow.
Gar nichts? Mhm. Er ist ein bisschen ruhiger. Er ist so ein bisschen so... Antworten einfach. Menschen, die vor allem geflüchtet sind oder aus dem Ausland sind oder gekommen sind, die werden verschieden gelesen hier in Deutschland oder in der Gesellschaft. Ist das irgendwie ein Punkt oder ein Thema? Oder? Nein, der bei uns nicht, ist kein Punkt. Wir kommen selber aus dem Libanon, weil wir sind nicht als Flüchtling, aber wir kommen auch einander an. Wir haben andere. Quatsch mit Soße, warum soll das ein Punkt sein? Und er soll gebildet oder was er soll arbeiten und die Familie versorgen. Er soll einfach was aus sich machen wollen. Fertig. Heißt das wirklich, dass er man die Familie versorgen muss? Also. Hm. Ja. Ist das die Aufgabe des Mannes? Jetzt weiß ich. Ja, normalerweise bei uns auch, wir kennen das, der Mann für die Familie soll versorgen, aber trotzdem, wenn er schafft nicht alles allein, seine Frau, sie unterstützt ihn, weil die leben beide füreinander, sondern nicht genau. Einer auf der andere so. Okay, ja, verständlich. Magst du keinen Spaß und Witze und so? Ja, das auf jeden Fall. Deswegen, also ich meine, ich ziehe mir das Zeug hier von Datteltäter rein. Also deswegen. Also hat er absolut keinen Humor. Wann Maram arbeitet in einer Arbeit, wo viele Männer nur da sind? Bist du eifersüchtig oder hast du was dagegen? Vielleicht so nur mit Männern auf meiner Arbeit. Er überlegt lange. Nee, ich würde nichts dagegen haben wollen, weil wenn man sich vertraut. Du hast jetzt so lange gebraucht für die Antwort. Wo warst du mit deinen Gedanken? Also warum hast du jetzt gerade so lange gebraucht für die Antwort? Ja, weil ich so ein bisschen weiß, worauf sie mit der Frage zielt. Worauf denn? Da ich auch aus dem arabischen Land komme und Eifersucht wird eigentlich so als romantisiert, wichtig und positiv gesehen. In Grenzen, ne? Ist irgendwo ein bisschen schon. In der deutschen Gesellschaft aber nicht. Das stimmt. Oder eher schlecht. Da ist es nur toxisch und scheiße. Ich glaube, er struggelt damit zu gucken, okay, was wird gerade von mir erwartet. Aber sag ja einfach, was du denkst. Ist doch scheißegal, was Leute von dir hören wollen. Sag das, was du denkst. Und irgendwem wird schon gefallen. Wenn deine Mutter nicht zustimmt, würdest du sagen, und du willst unbedingt, dann würdest du sagen, oh nee. Also es müsste schon einen guten Grund haben, warum meine Eltern nicht zustimmen würden, weil die da echt, also wir haben da sehr viel Ähnlichkeiten, was die Denkweise angeht. Und wie gesagt, der müsste schon irgendwie Drogendealer sein nebenbei oder so, dass die jetzt sagen würden, nee, den auf keinen Fall. Also wenn die den nicht wollen würden, würde ich den wahrscheinlich selbst auch nicht wollen, aus irgendeinem Grund. Also es müsste schon passen. Hi, mein Name ist Mohamed Emin, ich bin 22 Jahre alt. Wo glaubst du, kannst du die Schwiegermutter überzeugen? Mit meinen Haushaltskünsten. Also ich mache viel im Haushalt, ich putze für alle, also ich bin auch der Jüngste aus der Familie, deshalb hat es also zusammengesetzt. Was ist ein No-Go bei Schwiegermüttern? Wenn sie sich bei allem einmischen. Man muss sich nicht bei allem einmischen, sondern einfach mal lassen. So. Generation, was ist so für dich auch als muslimischer Mann schwer? Einfach die Vorurteile im Sinne von, wenn man zum Beispiel mit jemandem rausgeht, dass sofort, also wenn es eine weibliche Person ist, dass sofort vorgeworfen wird, oh mein Gott, da läuft was zwischen oder so. Weil ich war mit meiner Cousine draußen und nach 2 Minuten hat meine Mutter angerufen und meinte, was machst du mit ihr? So, wer ist das so? Weil jemand hat quasi Bescheid gegeben, dass sie da ist. Das würde ich sagen, ist am schwierigsten. Es geht weiter. Boah, ist echt anstrengend auch, ne? Ich heiße Mariam. Ich heiße Mohamed Emin, freut mich. Bist du Muslim? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Was sind deine Vorstellungen für eine Frau? Einfach, dass wir so wie beste Freunde sind, dass wir uns sehr, sehr gut verstehen, auch über, also offen und ehrlich miteinander reden. Das ist mir am wichtigsten, weil ich meine, wenn wir dann also verheiratet sind, sage ich jetzt mal, dann leben wir halt zusammen und wenn wir dann 2 Fremde sind, ist halt nicht so schön. Also die Bindung einfach, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja. Ob sie Kopftuch trägt oder nicht, das ist mir egal. Was mir auch wichtig ist, er hat Religion. Schon gerochen. Das ist also ein Punkt, wo ich sage, weil ich würde auch gerne zusammen mit ihr beten, Hajj machen, Umrah machen zum Beispiel, inshallah. Sehr schön, inshallah. Das zum Beispiel, dann, also optisch ist mir dann normal, ist dann egal. Hauptsache einfach, es passt einfach zusammen. Gut.
Bist du ein eifersüchtiger Mensch? Jetzt kommen die spicy Fragen. Also Eifersucht hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Ich muss ehrlich sagen, nein, nicht so. Aber wenn es hart auf hart kommt, sage ich jetzt mal, dann schon. Also wenn meine Frau dann irgendwo im Büro arbeitet, wo auch Männer sind, dann würde, also ich kenne Leute, die sagen, das ist wieder ein Problem, für mich wäre es kein Problem, weil ich vertraue ihr. Hoffe ich auch, hä? Oder wenn sie zum Beispiel, also die sagen ja auch, in unserer Kultur, sage ich jetzt mal, dass sie nicht alleine raus darf und so, das ist für mich natürlich, also Schwachsinn, sie kann natürlich auch alleine rausgehen. Deshalb Eifersucht ist bei mir so, danke. Also es ist gesunde Eifersucht zum Beispiel so. Oder wenn zum Beispiel, keine Ahnung, sie jemand umarmt oder so, dann werde ich gleich eifersüchtig und will die Person schlagen oder so, nein. Okay, aber so ein bisschen... Bisschen eifersüchtig kann es werden. Bisschen ist gut, bisschen ist spicy. Ich bin Pascal, komme aus Hamburg, bin 21 Jahre alt. Also Sorgen und Bedenken ist das, dass ich vielleicht nicht akzeptiert werde, weil ich ja Deutscher bin, theoretisch, und noch viel lernen muss, auch was Islam und wahrscheinlich auch kulturell es angeht. Wie sähe das aus? Was wäre das Ergebnis, mit dem du rausgehen würdest? Den Leuten auch zeigen, dass auch, also das heißt ja doch, deutsche mögliche Partner zukünftig wären, jetzt nicht nur auf mich bezogen, sondern auf generell, und dass man Kommentierte vielleicht auch nicht aus der Auswahl rausnehmen sollte. Ein No-Go bei Schwiegermüttern ist, dass die zum Beispiel nur auf Bildung achten oder nur auf Herkunft, ja. Sie sollte auf jeden Fall nett sein, religiös sein, mich so nehmen, wie ich möchte, mit meinen Fehlern. Sollten sich irgendwie so ein bisschen die Fehler ausgleichen. Das bedeutet, man sollte zusammen irgendwie wachsen, also zusammen irgendwie Gemeinsamkeiten haben, aber auch Gegensätze haben. So. Hallo, salam alaikum. Ich heiße Mariam, wie heißt du? Ich bin Pascal, hallo. Wie alt bist du? Ich bin 21. 21, oh, okay. Das ist noch jung. Ein Jahr jünger. Ist das eigentlich ein Problem für dich, wenn er noch so jung ist? Ich meine, er ist noch sehr jung, aber wenn Eva steht mit dir, ist kein Problem. Aber ich meine, er ist sehr jung noch, weil 21 Jahre ist noch früh zu heiraten und so Verantwortung da. Ey, mit 21, zu deiner Zeit hatten die schon 3 Kinder mit 21, Mama, komm. Ich bin Kinderkrankenpfleger, habe eine fertige Ausbildung und arbeite in der Uniklinik in Eppendorf in Hamburg. Bist du religiös? Betest du? Ja. Echt? Auch während der Arbeit. Bist du mit immer an den Nachfahren da? Ja, magst natürlich. Du das oder was war die sind ja bei uns, weil ich auf einer Kinderstation arbeite, die sind natürlich bei uns krank, die Kinder. Und ich fühle natürlich immer sehr mit den Kindern und versuche die natürlich irgendwie ein bisschen aufzuheitern, auch in trotz schwierigen Situationen. Ja, ich gebe mein Bestes dementsprechend. Ich finde, man sollte im Leben erst stehen selber, bevor man irgendwie sich auf andere konzentrieren kann. Yes. Ich bin schon ein romantischer Mensch, also auch ein bisschen hoffnungsvoll romantisch. Also ich stelle mir immer so Kinogänge zum Beispiel unter Romantik vor oder weil ich zum Beispiel aus Hamburg komme, jeder Hamburger träumt mit Sicherheit davon, irgendwie am Hafen spazieren zu gehen oder so abends im Sonnenuntergang. Das ist für mich halt Romantik. Schön, so simple Sachen. Finde ich gut. Würden Sie denn allgemein auch Deutsche so in Ihrer Familie akzeptieren? Also, ja, mein Schwiegersohn ist ein Deutscher. Ah, okay. Sehr süßes Pärchen. Schwiegersohn ist aus Deutschland. Seine Mutter aus Holland und ist selber aus Deutschland. Ah, okay, cool, ja. Und schon, die haben schon am September verheiratet. Ah, okay. Pascal, wir haben jetzt eine Schnellfragerunde. Das heißt, wir reichen jetzt Karten rein. Ups. Und du musst möglichst schnell darauf antworten, schnell darauf reagieren. Du musst so kurz wie möglich halten. Es gibt manche, die sind auf Ja und Nein reduziert, manche musst du kurz erklären. Ja? Aber so kurz wie möglich halten, bitte. Bist du ready? Ja. Okay, dann bitte. Du hast ein Pullover aus Wolle. Wie willst du das waschen? Das wüsste ich jetzt nicht, nein. Wäsche mache ich leider nicht so, ich hänge gerne Wäsche auf. Ich meine, ich habe so eine smart Waschmaschine. Ich weiß nur, weiß und schwarz trennen und dann. Ja. Wolle wäscht man kalt. Ich bin ehrlich, kann ich leider nicht machen, tut mir leid. Aber ich lerne es auf jeden Fall, das ist kein Problem. Hoffe ich mal, ja. Sieht sogar fast nach Handwäsche aus, muss ich sagen. Also ich glaube, der wird in der Maschine wird einlaufen. Ich würde es entweder mit der Hand waschen, wenn ich mir ganz sicher bin und es mir wichtig ist, dann 20 bis 30 Grad waschen. Mit so wenig Temperatur wie möglich, weil Wolle zieht ein. Okay. Verwäschst du es? Bei 30 Grad nicht bügeln und aushängen und ausschlagen vorm Aufhängen. Also nicht zu warm, dass er nicht einläuft. Besser beantwortet, als ich es könnte. Das ist fast schon traurig. Wie würdest du Menement machen, kochen? Menement? Ja. Oh, liebe ich. Ich hasse Menement. Also ich hasse Menement, aber ich weiß, dass ich... Dann passt du nicht. Gute Frage. Ich mache meistens immer Rührei mit Sucuk, aber nicht Menement. Menement, das kenne ich tatsächlich gar nicht.
bei Öl einmal schön ein bisschen braten. Butter. Dann würde ich Tomatenmark hinzufügen. Nee, er hat's komplett verkackt jetzt. Ich mache mir immer morgens ein Brötchen mit Spiegelei. Ich würde Zwiebeln, Sujuk und Tomate schneiden. Dann brate ich das alles zusammen an. Dann rühre ich das. Dann kommt Salz, Pfeffer erstmal, die Flüssigkeit ein bisschen entziehen. Würde ich so 2 bis 3 Eier machen und dann in die Pfanne. Cooking Queen, love that. Wie viele Einkaufstüten kannst du auf einmal tragen? Alle. 8. Also 2 große Beutel, aber 8 Tüten. 49. Oh. Ja. 49. Ich benutze immer so 1 bis 2 Finger pro Tüte. Ich würde sagen 3, 4, 8. 4 kriege ich hin. In jeder Hand, ne? In jeder. Wenn ich dich um 4 Uhr morgen früh anrufe, fährst du mich zum Arzt? Ja, klar. Das ist keine Frage, definitiv. Ja, natürlich. Es kann auch 5 Uhr morgens sein. Es kann auch mitten auf der Arbeit sein. Familie geht immer vor. Natürlich. Für mich ist immer wichtig, wenn jemand krank ist, bin ich immer der Erste, der immer sich um die Menschen kümmert. Ja, weil ich da meistens wach bin, weil ich Frühdienst habe. Wäre das in Ordnung, wenn ich zu euch einziehe? Ja, wenn der Platz da ist, ja. Und wenn nicht, dann wird Platz gemacht. Ja. Kein Problem, wenn ich mit euch lebe da und so? Gar kein Problem. Scheiße, ich wusste das. Was? Ich wusste, dass ihr da kommt. Ja, unter gewissen Umständen auf jeden Fall. Bei uns einzeln, ja klar. Oh! Ey, gut. Ja, wenn die Wohnung so groß genug ist dafür. Also wenn du jetzt im Grunde, wenn es dir schlecht geht in irgendeiner Form oder du wurdest von zu Hause ausgeworfen, das ist keine Diskussion, dann auf jeden Fall. Wenn du sagst, ich habe einfach Lust, dann müssen wir kurz darüber reden. Aber kann ich verstehen. Gute Antwort? Ich finde eine gute Antwort, okay. Weil ich bin selber mit der Meinung, soll die Eltern nicht mit den Kindern leben, mit den beiden. Ja. Sehr realistische Antwort, finde ich gut. Meine Tochter und ich krank. Wer fliegst du zuerst? Ach du Scheiße. Diese Frage ist die schlimmste. Das kann ich nicht beantworten. Wer fliegst du zuerst? Im besten Fall gleichzeitig natürlich. Also, die Frage, wer zuerst? An wen denkst du zuerst? Deine Frau und deine Schwiegermutter. Ja. Müsste ich aber wahrscheinlich sie nehmen tatsächlich. Sehr gut. Finde ich auch gut. Was ist wirklich die erste Antwort, die dir in deinem Schwiegermutter? Hey, krass. I'm your wife. Schön dich. Pack doch jetzt nicht rein. Wer natürlich kranker ist, sage ich schon so. Ja. Ich würde sagen, meine Frau, weil sie mir näher ist. Gute Antwort. Guck, ich weiß doch genau, dass wir sie hören. Willst du eine große oder kleine Hochzeit machen? Oh. Kleine Hochzeit. Ich will natürlich eine kleine Hochzeit, aber das geht nicht bei uns. Oh, schon eine große Hochzeit. Oh, wie groß? Wir Deutschen verstehen unter groß 100 Mann. Sind 100 okay? Bei uns 100 nicht groß. Meine Mutter wäre extrem beleidigt, wenn ich nicht die wichtigen Leute einlade. Ja, Hauptsache die wichtigen Leute, ja. So Onkel und so. Aber das waren sind da aber große viele bei uns. Cousin. Aber ich finde, es ist mittlerweile Geldverschwendung. Ich finde, wenn man die wichtigsten Menschen hat, die man liebt, in seiner Nähe hat, finde ich, reicht auch eine kleine Hochzeit aus. Und das restliche Geld lasse ich mit meiner Frau um Flitterwochen. Khaltu, Mariam und Maram werden nun ihre 3 Favoriten der jeweils anderen vorstellen. Gibt es eine Übereinstimmung? Kommt es zu einem Match? Und wir haben den Auserwählten gefunden. Gibt es keinen oder mehr als ein Match? Darf Maram mit bis zu 3 Kandidaten ein finales Gespräch führen, um dann eine finale Entscheidung zu treffen. Okay, gut. Also, ihr beide wisst voneinander jetzt nicht, was der andere jeweils gewählt hat. Ne? Ja. Wie war das für dich bei den Fragenstellen? Interessant, weil ich konnte ihre Emotionen, glaube ich, gut ablesen. Man kann da schnell ablesen, okay, findet sie es gerade gut oder nicht. Glaubst du, du hast dieselben 3 ausgewählt wie sie? Ich glaube. Du glaubst? Dieselben 3? Alle 3? Nein, vielleicht die eine Person 100%. Ich habe so in meine innere Ja. Okay. Ich muss nur mal sicher. Mhm. Okay. Das zeigst du mir jetzt. Hm? Alle 3. Ja. Oha! Siehst du? Mutter! Hey, wie gut! Ich habe das so gesehen. Krass. Die 3 Personen, die. Krass, das finde ich gerade wirklich witzig. Das habe ich nicht erwartet. Maram? Yeah. Du hast jetzt die Möglichkeit, mit den Leuten zu sprechen. Sie kommen jetzt rein. Ihr dürft reinkommen, bitte. Hello!
Hi. Hi. Gar nicht awkward. Ihr seht sie jetzt zum ersten Mal? Ja. In real life, ja. In real life. Achso, okay, gut. Kennt ihr sie schon? Ja, klar. Nein. Klar. Ihr kennt mich? Okay. Ja, von den Videos. Von TikTok. Okay. Hör ich aus? Ja. Meine Mama hat ja viel so gefragt, was ihr so macht und diese ganzen, so, ob ihr religiös seid und so. Ich würde gerne ein bisschen was über euch wissen, was ihr so in eurer Freizeit macht. Bei dir weiß ich, du spielst Basketball, genau. Bei euch habe ich nicht so viel mitbekommen. Was macht ihr so? Ich verbringe sehr viel Zeit mit meiner Familie tatsächlich zusammen. Hm. Wir sind viele Geschwister, viele Neffen und Nichten, viele Cousins und Cousinen. Sieben. Genau, sieben. Ja, mashallah. Ja, danke schön. Also sei es meine Neffen und Nichten aus der Kita abholen, mit denen was zu unternehmen, Kino oder einfach auch mal zusammen was zu Hause mit denen kochen oder so, einfach spielen. Einfach Zeit mit denen verbringen, das sind so meine Hobbys. Schön. Du? Sport, sofern ich Zeit habe, außerhalb der Arbeit. Schwimmen, Fitness, Fußball, was auch immer. Ich treffe mich gern mit Menschen, Freunden, Familie. Was macht ihr? Wie sieht so ein Nachmittag aus? Mit der Familie oder mit Freunden? Mit so Freunden. Wir treffen uns oft immer zum Essen. Essen ist immer sehr gut. Mhm. Genau. Nach dem Essen gehen wir entweder in eine Shisha-Bar oder genau, ja, wo sonst immer. Genau. Und du außer? Ich bin relativ asozial im Gegensatz zu meinen Mitmenschen hier. Ich denke viel, ich schreibe viel, ich lese viel. Du denkst viel in deiner Freizeit. Ich denke viel, ja. Das ist so mein Ding. ansonsten, ich drehe viel. In dem Fall bist du mein Vorbild. Ich werde niemals so gut wie du, aber ich drehe viel. Ja, das ist in Ordnung. Also müssen sich viele mitziehen. Okay. Ich stehe ja in der Öffentlichkeit, ne? Weil das hat meine Mutter auch gar nicht gefragt, wie ihr so dazu steht. Weil es gibt ja auch Leute, die sagen, nee, das finde ich nicht so gut, wenn meine Frau da ihre TikTok-Tänze macht. Nee, ich finde es cool. Im Endeffekt war es dein Wunsch, das zu machen. So Comedy, genau. Es kam irgendwie dazu und dann war ich so mittendrin und dann war ich auf einmal bei Dattetäter und kam nicht mehr raus da. Wenn es sich erfüllt, würde ich dich dabei unterstützen. Okay, cool. Ja, also mir ist es auch relativ egal. Also ich feiere das eigentlich, weil ich folge doch tatsächlich auf TikTok, wie dazu vor das Video. Und ja. Ich habe auch, zwei Lieblingsvideos. Oh. Das mit Beyoncé ist. Dass du die nächste Beyoncé werden willst. Ah. Das ist sehr, sehr lustig. Okay. Aber ja, also ich feiere das tatsächlich, um ehrlich zu sein, ja. Absolut kein Problem, ne? Ja. Du willst ja selber TikToker werden, ne? Nee, nicht unbedingt, aber ich habe riesen Respekt davor. Es ist halt. Es ist schwierig. Es ist so schwierig, da so Livestreams zu machen und so Shakira zu singen und so. Ich habe Respekt davor. Ich verstehe das einfach nicht. Ja, okay, cool. Wie alt wart ihr alle nochmal? Ich bin 22. 22? Ich auch. 22. 28. 28, okay. Seine Antwort, da habe ich gesehen, er ist fleißig, stark so und für alles da bereit. Er kann alles. So habe ich irgendwie so gesehen bei ihm. Jede Frau wünscht das für ihre Tochter. Ich fand ihre Antworten am authentischsten. Bei bestimmten Fragen, die dann nicht unbedingt jetzt so krass darauf geachtet haben, okay, ich muss jetzt die Schwiegermutter so beeindrucken und irgendwas sagen, sondern ey, ich sage jetzt einfach wirklich das, was ich denke und ich begründe das gut und die fand ich auch am sympathischsten. Jetzt musst du einen auswählen, Madame. Wen würdest du denn von den... Wählen? Ja, den Bilal würde ich dann auswählen. Was habe ich dir gesagt? 100% Bilal. Okay. Wow, okay, wir reden gleich nochmal drüber. Warum der? Woher wusstest du das? Ich weiß nicht. Ich habe so ihn gesehen als junger Mann, der ein bisschen stark, selbstbewusst, was gelernt hatte. Und er respektiert seine Familie, seine Eltern, alles so. Und er ist so ein Typ, wie was wir wünschen oder wie was du wünschst selber. Und ich habe extra wegen mehrerer Sachen gefragt, ob er eifersüchtig ist, ob er... mag die Witz, er hat gesagt, nein, ich hab gesehen, die alle Punkte, die du magst. Hm. Richtig gut entschlüsselt. Good job. Okay. Ihr habt eine Auswahl getroffen. Du wusstest noch nicht mal, dass ihr in einer engeren Auswahl war. Das ist jetzt sozusagen ein Favorite gewesen. Tatsächlich von beiden, sowohl von Mutter als auch von... Ich habe Gefühl. Vielleicht die Mutter für einen anders. Ich habe Gefühl, dass diese Person gefällt meiner Tochter. So, das war meine Gefühl. Also, ich hätte schon erwartet, dass er in der engeren Auswahl wäre von meiner Mama, aber dass er genau der ist, der mir auch am meisten gefallen hat, das war überraschend. Bilal, wie fühlen Sie sich? Also, ich kann keine Komplimente annehmen, ich bin nicht so gut darin. aber ich fühle mich sehr geehrt. Dankeschön. Was kann jetzt passieren?
Also kann man sich da vielleicht irgendwie die Nummern austauschen? Sollte der Kontakt lieber über dich gehen? Ich weiß nicht. Wie kannst du dir das vorstellen? Vielleicht bin ich doch weiter. Ja, so. Vielleicht doch. Vielleicht jetzt, ich schreibe dir und du, wir kriegen eine Nachricht und ihr könnt zusammen noch mal reden und verstehen, wann das weitergeht oder wie. Okay, also du überlässt das komplett Maram. Die vertraut ja, mir. Ja, mal. Also wie fandet ihr das Format? War es okay? War es interessant? Ich fand es voll cool. Ich fand es auch angenehm. Also, okay, ich hatte jetzt den einfachsten Job. Ich musste eigentlich nur sitzen da und über euch lachen. Das war ganz gut. Das war ganz angenehm. Aber allgemein, die Idee finde ich cool, weil so Dating-Formate, das kennt man halt schon. Aber das sind ja immer diese so Love Island und so, ne? Wo dann halt so ein bisschen, das ist halt nicht so halal. So, und deswegen finde ich eine mega gute Idee, das mal so auf diese Art und Weise zu machen, direkt mit der Mutter. Das ist direkt, also voll cool. Ich finde das auch sehr gut und angenehm. Und vielleicht, wann wird das gezeigt, wird die paar Eltern gucken, was der wichtige Punkt für die Mädchen oder für die Tochter, eigene Tochter, damit sie einfach sie auch verstehen. Weil manche verstehen die Kinder nicht, sondern die versuchen einfach, wenn ich finde, ein Mann gefällt mir, ich frage nicht meine Tochter und ich lasse sie unter Druck und so. Die sollen wissen, dass ihre Meinung ist sehr wichtig. Ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Das ist das erste, also in der Form haben wir das erste Mal gemacht. Hat es dir gefallen? Ja, sehr. Würdest du nochmal kommen? Ja, nein. Okay, alles klar. Also schreibt in die Kommentare gerne, wie eure Erfahrung ist. Also suchen die Eltern für euch aus oder macht ihr es selber wirklich und teilt da gerne eure Stories. Würde uns interessieren. Und abonnieren hier nicht vergessen. Abonnieren. Und wir haben noch zwei Videos. Ja. Wir haben einmal oben den Mitch, den Dating-Doktor, apropos Dating. Mhm. Und einmal von die Frage haben wir Datingfrust. Ich will nicht mehr online daten. Also check it out und gib dem Video einen Daumen nach oben. Ja.